Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu der Akadari League Season Z, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau. Dann fange ich nochmal von vorne an. Look at my life, feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Ladies und Gentlemen, willkommen zur Akadari League Season Z. Und ja. Heute gehen wir die Teamvorstellung durch, die einzelnen Teams, welche sind neu, welche sind dabei, welche kämpfen wieder um den Titel. Wir werden über die Regeln reden, über den Cast, wie das Ganze überhaupt stattfindet. Da haben wir nämlich ein paar kleine Sonderüberraschungen für euch, über den Spielplan und ja. Weiter gebe ich natürlich an euren allesgeliebten Yannick. Ja, absolut korrekt. So, und damit auch ein herzliches Willkommen von mir. Ja, jetzt sind die letzten Gegebenheiten noch zu klären, bevor das große Turnier losgeht. Wenige Tage, laut dem aktuellen Spielplan, zu dem wir natürlich auch noch kommen. Und wir haben jetzt noch die letzten Sachen, die wir euch noch natürlich erzählen, bevor das große Matchup losgeht und wir vielleicht einen neuen Meister kriegen? Das sehen wir. Erstmal zum ersten Thema, den Teams. Gut, da sind wir auch schon bei den Teams angelangt. Wie in der letzten Season auch schon, haben wir wieder vier Teams. Es gibt eine Kleinigkeit, die sich geändert hat. Aber erstmal kommen wir zu den Teilnehmenden. Wir haben nämlich als erstes Team, das wir euch vorstellen, einmal die Nightmare Hunters. Letzte Season auch schon dabei gewesen. Und nehmen halt wieder daran teil. Das Team hat sich leicht geändert. Aber das heißt ja nichts Schlechtes. Bin echt gespannt. Was soll man groß dazu sagen? Haben letztes Turnier eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Im Endeffekt ist es dann gegen das eine oder andere Team schwierig geworden und im Endeffekt knapp oder auch etwas weniger knapp verloren. Aber sie kämpfen nicht umsonst nochmal hier und ich denke, wir werden auf jeden Fall ein stärkeres Nightmare Hunters erleben, als wir das in der letzten Season hatten. Unter anderem auch dabei aus der letzten Season bekannt, Hangover 96, mein Herzensverein. Ich bin bei euch, das wisst ihr Jungs und ich glaube auch, dass die diese Saison eine gute Chance haben, eventuell sogar um den Titel mitspielen. Ich bin gespannt, ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, das nächste Team kommt dann jetzt von dir, ne? Das ist natürlich absolut korrekt, Inky. Die Blockspiel-Gang ist diesmal mit dabei. Als einziges neues Team mit am Start. Gab eine kleine Auswechslung. Deswegen, neues Team, bin ich mal gespannt. Letzte Season gab es ja, war es ja genau andersrum. Aus meiner Sicht zumindest, dass wir von den Teams, die ich kannte. Jetzt haben wir eine Wundertüte. Wer natürlich auch nicht fehlen darf, ist natürlich der amtierende Titelverteidiger. Hab ich da recht, Inky? Oh ja, the greatest of all time, die Gewinner aller bisherigen Seasons, die Jungs, die ungeschlagen sind. Mit dabei ist natürlich die Unterhosen-Mafia. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dieses Mal auch wieder um den Titel kämpfen werden und auch eine gute Chance darauf haben, einfach wegen den individuellen Stärken auch diesen Titel zu gewinnen. Immerhin 5 MVPs, die da drin rumlaufen. Ein starkes Brett und ich hoffe, dass ein anderes Team es den zumindest streitig machen wird und für schwierige Konkurrenz sorgen wird. Unterhosen-Mafia rechnet sich zu Recht eine gute Chance auf den Titel aus und ich bin gespannt, was sie diese Season wieder an Fracks für uns herzaubern werden. Weiter zu dir, Yannick. Und da sind wir auch schon bei den Regeln. Das haben wir in zwei Teile gesplittet. Fangen wir erstmal mit den aus meiner Sicht sehr verständlichen Regeln an, den Verhaltensregeln. Wie beim letzten Turnier auch, haben wir das ganz einfach gehalten. Keine Beleidigungen, nichts in Richtung Politik, Sexismus, Rassismus, was, das Selbstverständliche im Bereich Chatting und Talking. Des Weiteren haben wir natürlich noch, was auch selbstverständlich sein sollte für jeden, was auch bei der letzten Season ebenfalls so war, Hacken nicht, Cheating nicht, kein Bug-Using nicht, was tatsächlich das letzte Mal auch als Frage da war. Nein, es wird nicht gespammt in dem Chat, auch nicht in dem, sei es jetzt der Stream-Chat oder der In-Game-Chat, nur auf Anforderungen im Spiel-Chat wird gechattet, sonst werden Probleme da, klar, aber wo wir auch schon bei den Problemen sind, sollten Probleme auffallen, wie zum Beispiel, shit, wir sind gar keine 5 Mann, wir können kein Team stellen, dann einfach 24 Stunden vorher Bescheid geben. Wenn ihr einen Ersatztermin sucht, dann könnt ihr es zum Beispiel auch am besten mit dem anderen, mit dem Gegnern, mit den direkten Konkurrenten einmal klären, dass ihr dann direkt einmal
den direkten Weg gefunden habe, wie es bei den anderen am besten aufpasst und uns dann die Info geben. Wenn das nicht geht, benutzt ihr einfach uns als Mittelsmann. Das ist natürlich dann auch kein Problem. Wenn Fragen, Probleme aufkommen, wir sind da. Immer. So. Meldet euch. So, damit sind wir auch schon bei den Spielregeln. Da haben wir erstmal eine Neuerung am Start. Ich weiß, alle schockiert, kein Problem, so sind wir halt. Nämlich, es ist eine neue Season rausgekommen, beziehungsweise es wird eine neue Season rausgekommen, je nachdem wann ihr es schaut. Und da wird es auf jeden Fall so sein, dass wir die neue Map, sowie den neuen Charakter, der gegen Ende der Season, aktuell im Spielplan nach, nicht in das Turnier integrieren werden, wird beides nicht zur Verfügung stehen. Deswegen haltet euch auch bitte daran, dass ihr nicht den neuen Helden auf einmal im Finale wählt. Alles wird aus der neuen Season wird erstmal den Bereich außen vor gelassen, weil es natürlich neu ist. Das Balancing kommt nach und nach. Es ist noch nicht im Competitive-Bereich, das wird logischerweise deswegen am Anfang mit enthalten. Und auch nicht bei unserem mega krassen Competitive-Turnier. Wo wir bei den Maps schon sind, da bleibt es wie in der letzten Season auch. Team 1 mit dem Heimvorteil, sag ich mal, wählt die erste Map raus, dann ist das zweite Team dran und wählt eine Map raus. Das Heimteam wählt dann von den verbleibenden zwei Maps die Map aus, auf denen sie spielen wollen. Und das zweite Team wiederum wählt dann natürlich die Seite, auf der sie dann beginnen wollen. Anders als beim letzten Turnier aber wird das jetzt nicht bei uns im Discord stattfinden, sondern es wird im Chat, im Ingame-Chat genauer gesagt, dann einfach abgestimmt. Auf Anforderung, natürlich Verzögerung drin, aber passt schon. Auf Anforderung von uns dann immer die jeweiligen Bans bzw. Picks einmal vom Teamleader bzw. dem stellvertretenden Teamleader durchführen. Machen wir beim nächsten Punkt weiter, denn wo wir gerade bei alten Sachen sind, die wir weitergenommen haben, wir werden natürlich wieder im privaten Modus spielen, wie wir es sonst machen, und den Turniermodus, damit Inky und ich im Zweifelfall eingreifen können, wieder mit integrieren. Als Neuerung, was letzte Season gerade raus war, aber zu frisch natürlich für uns, das 2-Punkte-Vorsprungssystem. Das wird nicht bei 13-12 enden, sondern erst bei zum Beispiel 14-12. 2-Punkte-Vorsprung also. 15-13, 16-14. Und so. Steht schon. Genau. Ähnlich wie beim Tennis. Danke für die Erklärung der Regeln, Yannick. Wie euch mittlerweile auch aufgefallen ist, haben wir eine neue Umgebung geschaffen. Der gesamte Cast wird diesmal etwas anders stattfinden. Neben neuen Grafiken und neuen Szenen wird außerdem über 2 Streams das ganze Turnier quasi ausgetragen. Während Yannick mich mit dem Bild als Hauptstream geht, werde ich aus meiner Perspektive natürlich auch noch den Stream zeigen. Und damit man im Endeffekt besser verfolgen kann, worüber labert der Sascha eigentlich, während ihr die ganze Zeit dann halt das Bild von Yannick seht. Wenn ihr daran interessiert seid, macht euch beide Streams auf. Setzt uns irgendwo in einen Gemeinschaftsstream, das gibt es ja heutzutage über andere Seiten, oder guckt den Stream, der euch lieber gefällt. Zwischen den Szenen, zwischen den Spielen werdet ihr höchstwahrscheinlich mehr beim Yannick erleben, die Interviews werden da stattfinden. Wie gesagt, der Main-Content kommt auf jeden Fall bei Yannick auf der Seite und die Spiele werden gleichzeitig auch noch auf einem sekundären Bildschirm von mir übertragen. So viel zum Thema neuer Cast, neue Szenerie. Wieder zurück zu dir und zum Spielplan. Was ist eine Season ohne Tabelle? Wie in der letzten Season auch, 3 Punkte bei einem Sieg und 0 Punkte bei einer Niederlage. Dementsprechend, wenn das immer noch gleich ist, entscheiden dann die Differenz aus den gewonnenen Runden und verlorenen Runden, nennen wir einfach mal hier Tordifferenz, Spieldifferenz, wie man es, Rundendifferenz haben wir es genannt. Genau. Und wenn das immer noch bei 2 Teams gleich sein sollte, entscheidet dann das direkte Battle, den jeweiligen Platz. Und wir haben eine Neuerung. Denn viele haben sich letztes Mal gewünscht, ein kleines Finalsystem, ein bisschen mehr. Das haben wir jetzt integriert. Wir haben nämlich als Neuerung die Playoffs. Bzw. das Playoff-System. Und dazu kommt auch ein Comeback-System. Das Comeback-System trifft für die ein, die Dritter bzw. Vierter geworden sind. Die beiden sind auch weiter, kommen aber allerdings in die Comeback-Runden. Während der Erste gegen den Zweiten nochmal spielt, in der normalen Runde, quasi das Halbfinale, werden sich der Dritte und Vierte nochmal battlen, um quasi eine zweite Chance bekommen und werden dann gegen den jeweiligen Verlierer aus der ganz normalen Runde nochmal antreten. Das wird dann deren Halbfinale zum Beispiel sein und können sich nochmal den Weg
trotz dem vierten Platz in der Gruppenphase, in der Tabelle, können sie sich nochmal ins Finale spielen und die Meisterschaft holen. Als weitere Neuerung haben wir noch die eigene Leistung der Spieler, nämlich die Spielersets. Was es damit auf sich hat, erklärt mein Nebenmann. Danke für diese wunderschöne Überleitung, Yannick. Ja, wir haben auf jeden Fall diesmal Spielersets vorbereitet. Wir werden nach jedem Spiel einen ordentlichen Screenshot machen, das Ganze in eine Excel-Tabelle einpflegen und im Endeffekt küren wir dann auch einen MVP. Damit das Ganze natürlich fair bleibt und auch die Spieler aus den eventuell früh ausscheidenden Teams in der Lage sind, eine Chance auf den MVP-Titel zu erhalten, werden wir bei der ganzen Geschichte ein durchschnittliches Combat-Rating errechnen. Valorant selber ist in der Lage, oder was heißt ist in der Lage, gibt die Möglichkeit, jedes Mal nach dem Spiel anhand von den Kills und wann oder wie man diese Kills gemacht hat, das Ganze zu bewerten, den Impact dabei auszurechnen und gibt daher eine Zahl wieder, welche wir dann im Endeffekt nutzen werden, um daraus resultierend herauszufinden, wer ist der beste Spieler. Und damit gebe ich auch wieder zurück an Yannick. Dankeschön. Und wer natürlich dann nichts verpassen möchte, in unserem Discord haben wir, wenn wir mal alles verlinken, wenn wir gerade live gehen und wer dann trotzdem den Stream nicht finden sollte, sei es jetzt von Inki bzw. mir, ganz einfach im Discord ist es auch verlinkt. Wenn ihr einfach ein Ausrufezeichen Inki oder Ausrufezeichen Akadari da lässt, kommt ihr auch zu den jeweiligen Streams. Das geht auch mit Ausrufezeichen Season Set, dann könnt ihr auch immer in unsere Tabelle reingucken, was da gerade Phase ist. Richtig, verfolgt auf jeden Fall jeden, der irgendwie dabei ist, der die Videos hochlädt. Ich kann alle nur empfehlen, alles nette Jungs. Ich bin nett, der Yannick ist auch nett. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr bei Akadari auch eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr an diesem Turnier teilnehmen werdet. Vielen Dank für die Leute, die dann auch hinterher zugucken und die sich hier informieren. Und ja, das Schlusswort gebührt natürlich dem Channel-Leader Yannick. Ja, den Ball nehme ich auch gerne an und aus meiner Sicht natürlich auch nochmal ein Danke für jeden, der dieses Video hier schaut. Und für jeden, der nachher beim Turnier auch in irgendeiner Weise mitwirken wird. Und das war's auch schon tatsächlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Hoffentlich sehen wir uns beim Turnier oder hören uns beim Turnier. Wer weiß. Und bis dahin noch schöne Tage, schönes Training, wie ihr es auch verbringt. Viel Spaß. Namaste.